Das Wort hat der Kollege Klaus Ernst von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kolb, es freut mich natürlich, wenn Sie Osterspaziergänge machen und Ostereier suchen. Ich habe einen Tipp für Sie. Versuchen Sie es doch mal mit einem Spaziergang bei Ihrem Wirtschaftsminister Heiner Garg, Mitglied der FDP, der zu dieser Frage Ihnen einen Rat gibt. Und diesen Rat möchte ich Ihnen zur Kenntnis geben, weil Sie vielleicht in Ostern nicht treffen. Er schreibt nämlich, oder er sagt, und zwar im Tagesspiegel vom 7. April, wenn die FDP näher an die Lebenswirklichkeit heranrücken will, dann müsse sie erkennen, dass es im Niedriglohnbereich ein echtes Problem gebe. Es könne nicht sein, dass es in Deutschland Menschen gebe, die 8 Stunden am Tag arbeiten und sich und ihre Familien davon nicht ernähren können. 2 Euro Stundenlohn sind weder sozial noch liberal. Genauso wenig sei es für einen liberalen Politiker hinnehmbar, dass der Staat Unternehmen dauerhaft subventioniere, die den Wettbewerb mit Niedriglöhnen aushebeln. Soweit Ihr Parteifreund, Herr Kolb. Ich könnte Ihnen also einfach mal einen Tipp geben zum Spazierengehen, der Ihre Partei wieder weiterbringt und dazu beiträgt, dass Sie vielleicht nicht weiter Personal auswechseln müssen, sondern einfach nur den Kurs wechseln müssen. Dann kämen Sie einen Schritt weiter. Meine Damen und Herren, die Realität in unserem Lande ist bedrückend. Das Callcenter-Unternehmen Teleperformance, offensichtlich einer der großen der Branche weltweit, hat Niederlassungen hier in Deutschland, zahlt Löhne zwischen 5,61 Euro bis 7,50 Euro. In den ostdeutschen Ländern, Herr Kolb, kommt kaum jemand über 6 Euro. Gehaltserhöhungen finden dort seit Jahren nicht mehr statt. Das Unternehmen, und das an Herrn Weiß gerichtet, wo ist er denn, ist nicht tarifgebunden. Die Betreiber von Callcentern, Herr Weiß, haben zwischen 1998 und 2009 ihre Renditen um mehr als 20% gesteigert, werden übrigens auch mit 19 Millionen Euro subventioniert. Ich denke, es ist ein guter und großer Zusammenhang zwischen den niedrigen Löhnen in den Callcentern und den extra Profiten, die offensichtlich dort in diesen Unternehmen üblich sind. Nächstes Beispiel. Firma Kick, Textildiscounter, Stundenlöhne von 5,20 Euro an Aushilfen. Diese Löhne waren sogar dem Arbeitsgericht zu niedrig. Sie haben sie als sittenwidrig erklärt. Das Problem ist allerdings, die hätten mindestens 7,80 Euro zahlen müssen. Hätten wir einen Mindestlohn, und zwar flächendeckend, Herr Weiß, wäre das Risiko, dass die Menschen mit diesem Lohn abgespeist werden, bei weitem geringer. Kommen dann noch zu den Fragen der Kontrollen. Aber Sie akzeptieren offensichtlicherweise, wenn Sie flächendeckende Mindestlöhne nicht einführen wollen, dass diese Löhne, wie gerade dargestellt, bei uns in der Bundesrepublik Deutschland üblich sind und üblich bleiben. Sie erlauben, Herr... Bei Herrn Weiß, mit großer Freude. Ja, bitte schön, Herr Weiß. Herr Ernst erlaubt Ihnen... Herr Kollege Ernst, da Sie mich persönlich angesprochen haben und zwei konkrete Branchen angesprochen haben, nämlich das Thema Callcenter und Einzelhandel, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass die DBB-Tarifunion für Callcenter einen Mindestlohnantrag gestellt hat nach dem Mindestarbeitsbedingungsgesetz und der dem Hauptausschuss vorliegt. Zweitens würden Sie freundlicherweise zur Kenntnis nehmen, dass im Bereich des Einzelhandels der HDE, also die Arbeitgeberseite, mit der Arbeitnehmerseite einen Mindestlohntarifvertrag verhandelt. Und würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass ich in beiden Bereichen mich freuen würde, wenn diese beiden branchenbezogenen Mindestlöhne tatsächlich auch in Kraft treten würden? Herr Weiß, ich nehme mit Freude zur Kenntnis, Herr Weiß, dass Sie offensichtlich das bestätigen, was ich sage. Denn Sie sind nicht bereit, gesetzgeberisch zu handeln, sondern sind bereit, auch wenn möglicherweise schlechte Tarife in dieser Republik bezahlt werden, von denen man nicht leben kann, die zu akzeptieren und hinzunehmen. Und das ist der Skandal in diesem Land, dass Ihre Regierung, Ihre Partei zusammen mit der FDP sich hartnäckigst weigert, dafür zu sorgen, dass die Menschen einen Lohn erhalten, von dem sie leben können. Das nehme ich zur Kenntnis, Herr Weiß. Und ich bin noch nicht fertig. Wir können gern bei Ihrem Argument bleiben, weil wir nämlich wissen,
dass der Einstiegslohn, Herr Weiß, dass der Einstiegslohn bei 5,39 Euro in Mecklenburg-Vorpommern im Hotel- und Gaststättengewerbe liegt, übrigens bei 6,75 Euro in Sachsen-Anhalt, und dass wir dort Tarifverträge haben, die aber offensichtlich so niedrig sind, dass wir davon nicht leben können. Jetzt können wir Folgendes machen, Herr Weiß. Wir können einfach so tun und sagen, das interessiert uns nicht. Aber ich denke, wir sind hier nicht nur zum Beobachten und zum Appellieren da, sondern Sie im Übrigen als Regierungspartei zum Regieren. Und wenn Sie regieren würden, würden Sie Löhne in diesem Maß, in dieser niedrigen Situation verhindern und würden dazu beitragen, dass die Menschen Löhne beziehen, von denen sie leben können, Herr Weiß. Und das tun Sie nicht. Meine Damen und Herren, und ich sage Ihnen, auch Sie sind langsam relativ isoliert mit Ihrer Position. Am vergangenen Dienstag hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats eine Entschließung mit dem Titel Bekämpfung der Armut in Europa verabschiedet. Und in dieser Entschließung heißt es, ich zitiere wörtlich im Punkt 5.9, die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Zitat, durch die Gewährung eines angemessenen Mindestlohns das Recht auf faire Entlohnung zu sichern und das Recht der Arbeitnehmer auf einen Lohn, der ihnen und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht, anzuerkennen. Herr Weiß, da hat auch Ihre Partei, die ja Mitglied in der entsprechenden Europäischen Volkspartei ist, zugestimmt, diesem Antrag. Und ich finde es bemerkenswert, dass Sie sich bei diesem Thema lieber mit Ihrem Nachbarn unterhalten, als sich die Argumente eines politischen Konkurrenten anzuhören. Ich möchte aber hinzufügen, Sie sind offensichtlich mit dieser Position, die Sie haben, auch in der CDU, vollkommen alleine. Ihr Kollege im Europarat, der ist offensichtlich schon deutlich weiter, denn Sie werden mir nicht abstreiten können, Herr Weiß, dass man für einen Lohn, den wir gerade diskutiert haben, keinesfalls das erreicht, was hier gefordert wird, nämlich einen Lohn, der den Familien einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht. Das ist nur möglich, wenn wir Mindestlöhne, und zwar mindestens in der Höhe von 10 Euro, einführen, Herr Weiß. Das ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass jeder Lohn unter 9,46 Euro im Ergebnis dazu führt, dass ein Mensch, der diesen Lohn sein Leben lang erhält, eine Rente bezieht, die unter der Grundsicherung im Alter liegt. Bei 9,46 Euro ist die Grenze. Und wir wissen, dass je nach Arbeitszeit bei 7,50 Euro oder 7,80 Euro die Grenze ist, wo man einen Lohn erhält, wo man aufstocken muss. Viele Menschen in unserem Land liegen drunter. Und ich sage Ihnen, Sie akzeptieren, dass Arbeitgeber Löhne zulasten Dritter vereinbaren können. Denn wenn die Löhne so niedrig ist, dass der Staat die Löhne zahlen muss, oder die Löhne so niedrig ist, dass der Staat die Renten zahlen muss, sind es Löhne und Vereinbarungen zulasten Dritter, die aus meiner Sicht als sittenwidrig abgelehnt gehören. Das ist eigentlich die Situation, in der wir uns befinden. Meine Damen und Herren, und ein Thema, das auch noch von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, das ist die Frage der Kontrollen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das Landgericht Magdeburg im Juni 2010 einen Reinigungsunternehmer zu nur 1.000 Euro Geldstrafe verurteilt hat, weil er statt dem Mindestlohn von damals 7,68 Euro einen Stundenlohn von weniger als einem Euro bezahlt hat. Bei dieser Bestrafung von Leuten, die Hungerlöhne offensichtlich als akzeptabel halten, brauchen wir uns überhaupt nicht darüber wundern, dass sich der Niedriglohnsektor ausweitet und dass wir uns an Gesetze, die hier verabschiedet werden, offensichtlich von einem Teil unserer Bürger nicht mehr halten. Wir brauchen drastische Strafen für die Menschen, die den Leuten Hungerlöhne verordnen, meine Damen und Herren. Und dafür treten wir Linken ein. Meine Damen und Herren, besonders betroffen, und auf das möchte ich auch noch mal eingehen, besonders betroffen von der Situation sind Frauen. Sie sind deshalb besonders betroffen, weil sie nach wie vor die schlechteren Jobs haben und nach wie vor schlechter bezahlt werden. Zwei von drei Beschäftigten, die unter 1.000 Euro im Monat verdienen, sind Frauen. Ich wiederhole das. Zwei von drei Beschäftigten, die unter 1.000 Euro im Monat verdienen, sind Frauen. Frau von der Leyen, Sie machen sich ja immer stark auch für die Frauenrechte, was wir begrüßen. Es wäre einfach eine Möglichkeit, hier mit einem gesetzlichen Mindestlohn dazu beizutragen, dass einer Vielzahl von Frauen wenigstens ein anständiger Lohn bezahlt wird in diesem Land. Und ich sage, 33% aller weiblichen Vollzeitkräfte sind Geringverdiener. 33% aller weiblichen Vollzeitbeschäftigten. Das ist eine unglaubliche Zahl.
Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass man sich auf der einen Seite berechtigterweise für Frauen in oberen Etagen unserer Wirtschaft stark macht, aber gleichzeitig offensichtlich den Blick nach unten vollkommen vergisst, wo die Leute mit Hungerlöhnen, insbesondere Frauen, abgespeist werden. Das ist ein Skandal, Frau von der Leyen. Auch, dass Sie das akzeptieren. Und ein weiteres Argument: von 6,7 Millionen der atypisch Beschäftigten, 6,7 Millionen atypisch Beschäftigte haben wir in unserem Land. 6,7 Millionen. 74% davon sind Frauen. Frau von der Leyen, nicht akzeptabel, dass Sie in diesem Bereich schlichtweg nur durch Zugucken glänzen. Und ich möchte Ihnen sagen, wir isolieren uns in Europa. Luxemburg, Mindestlohn 10,16 Euro, Frankreich 9 Euro, Australien 10,40 Euro. Ich könnte die Liste fortsetzen. In Deutschland befürworten 70% der Bevölkerung die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Übrigens auch 61% der Selbstständigen. Warum? Weil auch die Selbstständigen inzwischen es satt haben, mit einer Schmutzkonkurrenz bedroht zu werden von Unternehmen, die Niedrigst- und Billigstlöhne zahlen. Tun Sie was dagegen. Sie sind Regierungspartei und keine Appellierung, sondern eine Regierung. Und es wird Zeit, dass wir endlich Ergebnisse sehen.